Ach, ich bin abgesprungen. That was close. Ach, okay. Ich dachte, wir sind tot. Ich dachte, ihr habt ihn nie umgebracht, Mensch. Also, wir haben jetzt hier Indy und die, wie heißt sie, die Sophia haben wir jetzt einfach stehen lassen. Ja, das war jetzt die Frage, ne? Ach so, wir haben jetzt ein Loch gebohrt, okay. Gut, dann gehen wir jetzt Sophia retten. Und ich bin jetzt hier, sehe jetzt den Gang von oben, in dem wir vorhin nur in der Gegend rumgelaufen sind, anscheinend. Ach, und jetzt sehe ich ihn wieder normal. Okay. Jetzt sehe ich natürlich Ops nicht mehr. Das ist natürlich perfekt. So, jetzt sehe ich Ops wieder. Ich bin ja auch heute auf nur einem Desktop unterwegs, aber der blöde Grafikfehler kommt ja immer. Egal, ob ich auf einem Desktop oder auf 25 unterwegs bin, ist total egal. Also ich meine Bildschirmen. Wo wollte ich eigentlich hin? Ah, Sophia retten. Ich weiß immer noch nicht, wie wir Sophia retten. Keine Ahnung. Muss ich da rein? Nee. Achso, ich muss da oben, klar. Adventure-Logik. Da hinten ist der Ausgang, ne? Entschuldigung, dann heißt es doch, dass ich Sophia hier drin, glaube ich, finde. So, wie retten wir jetzt die dumme Nuss? Jetzt haben wir irgendwie ein Loch gebohrt und alles. Kann ich jetzt wieder mit dir sprechen? Ah, warte mal, wenn ich doch jetzt hier irgendwie habe ich abgespeichert, hätte ich abspeichern sollen. Es gibt ja eine Variante, wo wir nicht Sophia retten. Sophia. Speak, mortal! Take it easy while I look around. Take your time, I'm not going anywhere. Soll ich sie jetzt da runterschubsen? Nee, was ich jetzt gerade nicht verstehe, ist, also ich darf nicht mehr mit dir sprechen an der Stelle. Und ich habe noch nichts gefunden, was irgendwie nach einem Altar aussieht oder sonst irgendwas. Ich kann auch jetzt noch abspeichern für einen anderen Pfad. Dann save ich mal schon. Nummer 28. Sofuasal 2 heißt das Ding jetzt. Vielleicht muss ich irgendwas ins Lava-Pit reinschmeißen, aber ich dachte ja, ich müsste da eher. Obwohl, wir haben jetzt genügend. Ich schmeiß den jetzt mal da rein. I don't think that'll work. Er hätte mich auch gewundert. Ich schmeiß das Zepter da rein. I don't think that'll work. Ich wende das Zepter. Ich darf das Zepter ja nicht auf Sophia anwenden. Ich dachte ja, dass ich irgendwie sowas ähnliches wie, weiß ich nicht, wie eben ein Altar oder sonst was brauche. I don't think that'll work. Okay, das darf ich alles nicht zusammen verwenden. Da darf ich auch nichts mitnehmen, da darf ich nichts angucken, keine Ahnung. Davon will er auch nichts haben. Ich habe immer noch meine Leiter, aber wir müssen ja auch nirgends hinklettern aktuell. Kann ich vielleicht hier oben mit dir Sophia. Sprechen? Sophia! Talk! Take it easy while I look around. Okay, da Take oben. Your time, I'm not going anywhere. Oben darf ich auch nicht mit dir sprechen. Also ich darf aktuell gar nicht mehr mit dir sprechen. Soll ich ihr irgendwas geben? Geben ihr? Ach, das hatten wir schon ausprobiert und ich darf sie ja gar nicht anklicken. Soll ich denn, kann ich das Zepter irgendwie mit irgendwas kombinieren? Kann ich eine Kugel ins Zepter stopfen? Aber das hatten wir auch schon ausprobiert. I don't think that'll work. Genau, das geht auch nicht. Wie soll ich ihr denn tief in die Augen schauen? Einfach angucken oder was? Hey. I hear you. Take it easy while I look around. Take your time, I'm not going anywhere. Wie ich ihr tief in die Augen schauen würde.
Keine Ahnung. Ich habe ja nichts, was ich irgendwie verwenden könnte oder irgendwie sowas. Und Look at geht nicht, Talk to geht nicht, das will sie alles nicht. Pick up, ich kann sie versuchen hochzuheben, aber... Nee, aber Look at geht nicht, habe ich gerade schon ausprobiert, der sagt ja nichts. Guck. Mind if I look at your necklace? Ach, jetzt schon. Beim ersten Mal natürlich nicht. Aha. Soll ich da jetzt irgendwas reinstopfen? Kann ich das da jetzt mitnehmen? Pick up. Pick up kann ich's nicht. Look at mouth von mir aus. It's a small diamond-shaped hole. Ah! Ow! Entschuldigung. That medallion is hot. Ach, cool. Drop it, why don't you? Nurab Sal won't let me. Wie? Warum denn nicht? Darf ich das jetzt wieder angucken? She looks possessed. Pick up. Kann ich nicht. Ach doch, jetzt doch. Ouch, it's too hot. Ja, dann nimm halt was anderes. Von mir aus. Now it's cooled off. Ach. Jetzt setzt es wieder auf. Okay, dann gucken wir es nochmal an. Mind if I look at your necklace? Ich habe also nur ganz kurz Zeit, um da irgendwelche Sachen zu kombinieren. Ah! Au! Vielleicht geht das ja mit diesem That medallion is hot. Mit dem Zepter oder sowas. Use Zepter, sonst hau ich ihr mit der Peitsche aus der Hand. Echte. That doesn't seem to work. Peitsche, Peitsche, Peitsche geht immer. Jetzt mach's halt. That doesn't seem to work. Wieso denn nicht? Das Now it's cooled off. Immer, Mensch. Einfach aus der Hand schlagen. Wahrscheinlich mit unserer wunderbaren Schiffsrippe ist klar. Schiffsrippe, die wir schon so lange nicht mehr hergenommen haben. Sag mal, wie viel Kügelchen muss ich da jetzt noch reinstopfen? Oder ich darf es dreckigen Tuch in die Hand nehmen. Vielleicht geht das blöde Tuch endlich mal für was nutze. Ah! Au! Voll die Folter, ey. That medallion is hot. Wie oft sie jetzt noch schon schreien musste, pass auf. Also... Gucken, ob wir das überhaupt mit dem Necklace kombinieren können. That doesn't seem to work. Warum denn nicht? Schiffsrippe. That doesn't seem to work. Ja, was denn dann? Kaugummi? Was heißt denn nachdenken? Soll ich jetzt mit ihr sprechen, oder was? Now it's cooled off. Ich will's doch, dass es... Sie will's ihr doch wegnehmen und er sagt, es ist zu heiß. Ja, was heißt denn da nachdenken? Ich denk doch nach. Ich darf nicht mit ihr sprechen anscheinend, weil die zwischendrin nicht spricht mit mir, wenn sie sagt, dass es zu heiß ist. Sie sagt, sie kann es nicht selber da reinwerfen, weil der Sal sie dran hindert und ich darf es nicht anfassen. Weder mit irgendwelchen Sachen, noch mit der Peitsche, noch mit einem Tuch, noch mit meiner Hand, weil es zu heiß ist. Mind if I look at your necklace? I have a handful of beads. Sag mal, dass der das immer wechselt. Ich klicke auf Use und wenn ich hier drüben bin, hat er es dann schon irgendwie wieder geändert. Ah! Au! That medallion is hot! Jetzt bin ich auf Talk to, wenn ich mit dir sprechen soll in dem Moment. Macht hey. Er aber nicht. Jetzt macht das plötzlich doch. Look what you've done. Now leave me alone. Was heißt denn, wir haben etwas, womit wir es nicht anfassen müssen? Soll ich Wasser drüber schütten oder was? Now it's cooled off. Ich verstehe nicht, was du meinst. Wir haben ganz viele Sachen, mit denen wir es nicht anfassen müssen. Ich kann natürlich Wasser drüber schütten und dann zerspringt es, weil es kaltes Wasser, heißer Kristall, ich habe keine Ahnung. Mind if I look at your necklace? Ja, aber was heißt denn, du kommst drauf? Ich komme drauf, indem ich alles ausprobiere, was irgendwie logisch ist. Ah! Au! That medallion is hot!
That doesn't seem to work. No! Ach, das geht wieder. Sorry, Sophia. Da kann er es plötzlich in die Hand nehmen. So long, Nurab Sal. Wie hat das ihr denn jetzt aus der Hand gerissen und in diese Box getan? War doch angeblich so heiß, dass das nicht in die Hand nehmen kann. Verstehe ich nicht, egal. So, dann haben wir sie jetzt, dann gehen wir wieder mit ihr davon. Macht keinen Sinn, aber gut, von mir aus. Ich hätte sie halt nach Indie-Manier halt aus der Hand geschlagen. Halt, wir gehen doch hier durchs Loch, oder? Dann wäre es da automatisch hopp rein in die Lava geplumpst. Da kommst du jetzt mit, oder nicht, Sophia? Ah, da bist du. Aber nee, geht natürlich nicht. Warte, ich möchte außen rumlaufen. Darf ich nicht, ne? Läuft automatisch dahinter. Aber es macht keinen Sinn, wenn du dir das vorstellst. Nein, nicht da durchlaufen. Bleib stehen für einen Moment. Ich will sprechen. Wenn du hast eine Kiste. Die Kiste ist offen. Die Nudel dir gegenüber hat das Teil in der Hand, was sie nicht hergeben will. Obwohl es heiß ist, kann sie es halten und du kannst es nicht anfassen, weil es zu heiß ist. Ne? Das ist schon die beste Logik. Aber der Sal hindert sie daran. Nein, die will jetzt ja nicht loslassen. Also hält sie es ja immer noch fest. Selbst wenn der Deckel zu ist, der ist ja nicht ganz zu, die hält die ja immer noch fest. Außerdem hat man gesehen, wie er das Ding in die Hand genommen hat. Der hat es ja weggenommen oder was weiß ich was. Sal hätte es eingeklemmt in dieser Kiste und dann weggezogen und dann wieder aufgemacht und dann gescheit reingesteckt und dann wieder zugemacht. Aber dann hätte er es doch gleich mit einem Tuch in die Hand nehmen können oder irgendwas und dann in die Kiste tun. Das geht doch genauso. Die will es doch nicht hergeben, Mensch. Stellen Sie das viel zu einfach vor. Wenn die Frau das nicht hergeben will, dann gibt sie das auch nicht her. Dann geht das nicht, dass man einfach eine Schachtel zumacht oder irgendwas und dann lässt sie plötzlich los, weil nein, da kommt ja ein Deckel daher. Da lässt sie erst recht nicht los. Denn solange sie das Teil in der festhält, kann der Deckel nicht zugehen. Der bleibt ja dann immer einen Spalt offen, da wo eben die Schachtel raussteckt. Ja, anscheinend war es zu heiß fürs Tuch. Aber nicht für die Peitsche. Ich hätte es mit der Peitsche aus ihrer Hand geschlagen, dann muss es loslassen. Und dann wäre es gleich in den Dingsbums reingeplumpst, in die Lava und dann fertig.